Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Maya. Und wie alt bist du, Maya? Ich bin 10 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Pitești. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Welche sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Sport machen, Mathematik und studieren und malen. Und malen. Wie findest du malen? Ich finde Malen interessant und schön. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende habe ich gemalt, am Wochenende habe ich Sport gemacht und am Wochenende habe ich ein Buch gelesen. Gut, wie heißt unsere Geschichte von heute? Unsere Geschichte von heute heißt Der Pilze im Chaos der Welt, Akrit die Asphalt. Kannst du bitte schon ein bisschen erzählen? Ja. Akrit ist ein 12-jähriger Junge und er wohnt in Indien. Er wohnt in einem Bergdorf aus Himalaya mit seiner Familie. In diesem Moment er ist der jüngste Student und studiert Medizin an der Universität von Chandigarh. Akrit ist ein hochbegabter Junge und er kann viele Sachen machen. Mit 10 Monaten begann er zu laufen und zu sprechen. Mit 2 Jahren könnte er schon lesen und mit 5 Jahren könnte er Shakespeare auf Englisch lesen. Mit 8 Jahren er wurde Lehrer und unterrichtete Mathematik und Englisch. Seine Schüler waren 10 Jahre älter als er selbst. Mit 9 Jahren hat er seine erste Operation gemacht. Einer der führenden amerikanischen Psychologen hat über Akrit gesagt, Akrit ist ein hochbegabter Junge mit einem außerordentlich visuelles und auditives Gedächtnis. Er hat entwickelte Lese- und Rechenfähigkeiten. Akrit hat ein großes Ziel. Er mochte die Lösung gegen Krebs zu finden. Am Ende hat Akrit zu uns einen Ratschlag. Du musst dich konzentrieren, nur dann hast du Erfolg. Sehr gut, Maya. Ich gratuliere dir. Tschüss. Tschüss.